Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss ehrlich sagen, das mit dem Hausherrn habe ich bis gerade eben noch gar nicht so gesehen. Also vielleicht können wir was daraus machen. Wir schauen mal, wie das wird. Ich bin gern gekommen heute zu dieser Veranstaltung in unserer Landesvertretung und würde gerne mit einer persönlichen Anmerkung beginnen. Sie werden jetzt einen kurzen, aber durchaus wohlgesonnenen, aber nicht unkritischen Beitrag zum Thema hören, aus der Sicht der Politik eines Landes sozusagen als Einstieg. Unsere Ausgangsposition in Schleswig-Holstein war wie folgt. MOOC sind in besonderer Weise geeignet, Berufstätige auf wissenschaftlicher Ebene weiter zu qualifizieren, für ein Studium zu gewinnen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das war unsere Ausgangsposition, unsere Annahme. Die Landesregierung Schleswig-Holstein misst also der wissenschaftlichen Weiterbildung und der Durchlässigkeit zwischen beruflichen und akademischen Bildungswegen eine hohe Bedeutung zu. Das Schleswig-Holsteinische Hochschulgesetz sorgt deshalb für einen geeigneten Rahmen. So können die Hochschulen Lehrkapazitäten im Umfang von derzeit 5% für Weiterbildung nutzen. Zudem sieht das Hochschulgesetz erleichterte Zugangswege für beruflich Qualifizierte ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung, wie zum Beispiel für Meisterinnen und Meister und gleichwertig Vorgebildete, vor. Die im Hochschulgesetz verankerte Anerkennung beruflicher Kompetenzen im Umfang von maximal 50% auf ein Studium fördert zusätzlich die Durchlässigkeit der Bildungswege. Im Rahmen der im Dezember 2013 mit den Hochschulen in Schleswig-Holstein abgeschlossenen Zielvereinbarung für den Zeitraum 14 bis 18 haben 3 von 4 Fachhochschulen die Möglichkeit genutzt, leistungsorientierte Ziele im Bereich der akademischen Weiterbildung und des berufsbegleitenden Studiums mit dem Land zu vereinbaren. Damit wird, meine Damen und Herren, glaube ich, eine deutliche Profilbildung erkennbar. Diese Profilbildung beruhte aber aus unserer Sicht auf einer wichtigen Voraussetzung. Denn die Fachhochschulen des Landes sind im E-Learning-Bereich besonders gut aufgestellt. Insbesondere unter der Federführung der Fachhochschule Lübeck ist E-Learning zu einem Markenzeichen in Schleswig-Holstein geworden. Online-Studiengänge eröffnen engagierten und eben beruflich qualifizierten Beschäftigten neue Bildungs- und Aufstiegschancen. Die Landesregierung unterstützt diesen Bereich daher aktiv zur Festigung und Stärkung dieses Schwerpunktes sowie auch zur Erweiterung auf andere Hochschulen. Es sollen also neben den zahlreichen Online-Studiengängen weitere neue Formate entwickelt und ausprobiert werden. Daher hat die Landesregierung das Projektvorhaben der Fachhochschule Lübeck, FHL MOOC, gefördert, das einen Kompetenzaufbau bei der Gestaltung und Durchführung von MOOC angeboten, den Aufbau eines MOOC-Labors und die Entwicklung experimenteller MOOC-Angebote erlaubt. Es sollen breitenwirksame, allgemeinbildende MOOCs angeboten werden, die den Bekanntheitsgrad der Hochschule stärken sollen und mit Sicherheit auch werden. Das zeigen alle Erfahrungen. Zudem werden wirtschaftsklasse-spezifische Angebote entwickelt, um aktiv Community-Bildung zu betreiben und um die bestehende Vernetzung mit der Wirtschaft zu verstärken. MOOCs stellen damit, wenn Sie wollen, eine Art Resümee, stellen damit einen wichtigen Bestandteil auch für den Bereich des lebenslangen Lernens dar. Ein zweites Feld. Mit dem offenen Angebot von MOOCs können die Menschen sich weiterbilden und qualifizieren. Hier werden auch die Menschen erreicht, die nicht traditionell zu den Nutzern und Adressaten von Hochschulen gehören. Berufstätige, Menschen mit Familienaufgaben, Personen ohne traditionelle Hochschulzugangsberechtigung. Das ist, ich möchte das an dieser Stelle betonen, eine Chance für ein so relativ kleines Land wie Schleswig-Holstein. MOOCs helfen also, die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung zu verbessern und die Hochschulen mehr zu einem Ort des lebenslangen Lernens zu machen. Im Hinblick auf den demografischen Wandel ist die Öffnung der Hochschulen für neue Studierendengruppen unerlässlich. Und gestatten Sie mir an dieser Stelle eine freundlich-kritische Anmerkung. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Hochschulen die Bedeutung dieses Aspektes des demografischen Wandels schon wirklich vollständig realisiert haben. Denn diese Zielgruppen entsprechen nicht oder nur teilweise dem traditionellen Bild des Normalstudierenden, das ja immer noch stark auf diejenigen, die Abitur gemacht haben und unmittelbar oder kurz danach ins Studium an die Hochschule gehen, gebildet oder vorgestellt ist. Die Zusammensetzung der Studierendenschaft wird sich merklich verändern.
MOOCs können Möglichkeiten sein, hier auch Unterschiede zu relativieren. Meine Damen und Herren, ich komme sozusagen in die Schlussrunde. Ich habe versucht, Ihnen am Beispiel Durchlässigkeit und lebenslanges Lernen die Motivation unseres Landes aufzuzeigen, warum und wie wir MOOCs als ein gutes neues Format begreifen und fördern. Ich würde aber gerne diese Begrüßung nutzen, Ihnen jetzt an 5 Punkten unsere generelle, grundsätzliche politische Haltung zur Weiterentwicklung, und das ist vielleicht für die Diskussion heute auch für Sie vielleicht von Interesse, darzustellen. Ich würde gerne 5 Feststellungen sozusagen in den Raum stellen. Erstens, wir sehen es als sicher an, dass der Einsatz von digitalen Medien den institutionellen Charakter von Hochschule verändern wird, und zwar wesentlich schneller und wesentlich umfassender, als viele Hochschulen und auch Politik es erwarten. Und, ich glaube, das ist wichtig, diese Entwicklung ist nicht mehr umkehrbar. Zweitens, wir sehen es als sicher an, dass sich die Erwartungen und Anforderungen der zukünftigen Studierenden an Formen der Forschung und insbesondere aber auch an Formen der Lehre in Richtung digitales Wissen entscheidend verändern werden. Dies gilt es mit Blick auf Qualitätssicherung und Studienerfolg zu realisieren, in der Hochschule, aber auch in der Politik. Drittens, Politik muss stärker als bisher die Öffnung zu digitalen Formaten fördern. Das gilt für Open Source, Open Education, Open Access. Sie kennen das. Politik hat hier eine zentrale Vermittlungs- und Transformationsfunktion. Ich bin mir noch nicht sicher, ob Politik das in der Gänze erkannt hat. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht heute darüber auch reden könnten. Das Land Schleswig-Holstein, jetzt kommt ein kleiner Punkt der Eigenwerbung, das Land Schleswig-Holstein hat als erstes Bundesland nach meinem Wissen eine umfassende Open Access Strategie verabschiedet und wir befinden uns jetzt schon in der Umsetzung. Wir versuchen uns also auf diese Öffnung einzustellen. Viertens, wir müssen sobald wie möglich die offenen Fragen, die die Rechtssicherheit betreffen, beantworten. Ohne einen klaren und belastbaren rechtlichen Rahmen wird sich der von mir genannte Transformationsprozess verzögern, und zwar zulasten unserer internationalen wissenschaftlichen Konkurrenzfähigkeit. Und zuletzt, fünftens, wir sehen die Notwendigkeit, mindestens parallel zur digitalen Entwicklung das Finanzierungssystem von Hochschulen bzw. die Finanzierung von Forschung und Lehre in diesem Sinne zu analysieren und gegebenenfalls zu reformieren. Das ist eine überaus komplexe Herausforderung und kann nur mit den Hochschulen zusammen erfolgen. Meine Damen und Herren, die oben genannten Entwicklungen stellen auch und eben an die Hochschulen hohe Anforderungen und bedürfen einer professionellen, aber auch kreativen Gestaltung. Hochschulen haben einen Bildungsauftrag und sollen, ich betone das, Chancengerechtigkeit gewährleisten. Dazu gehört auch der breite Zugang zu Bildung ohne Hürden und Schranken. Hier steht, die hier Anwesenden haben dies erkannt. Ich hoffe, das ist so. Wir werden an diesem Tag viel erfahren über die Erfahrungen und Ergebnisse aller an der Entwicklung von MOOCs Beteiligten. Positive wie negative Erkenntnisse werden hier zur Sprache kommen. Ich freue mich sehr auf die interessanten Berichte, auf die Diskussionen und auf die Gespräche am Rande. Meine Damen und Herren, wenn ich schon die Funktion eines Hausherrn hier ausüben darf, dann freue ich mich, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich über die Initiative. Ich finde es gut, dass diese Initiative hier in der Landesvertretung ihren Platz und ihren Raum gefunden hat. Ich wünsche uns allen eine schöne, eine informative, eine kreative Veranstaltung und darf jetzt, da ich nicht weiß, wie es protokollarisch weitergeht, das Redepult verlassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Herr Professor Dr. Grano, vielen herzlichen Dank für Ihre Begrüßung. Herr Staatssekretär, vielen Dank für Ihre Begrüßung. Wir nehmen Ihre 5-Punkte-Agenda als mit Ihrem Ministerpräsidenten abgestimmte Programmatik mit in die Diskussion um 16 Uhr und werden dann fragen, wie wir das alles tun, was Sie vorgeschlagen haben, was wir alle begrüßen. Ich darf ganz kurz die nächsten beiden Gäste vorstellen, die auch Vertreter der aktuellen Woche sind. Das ist einmal Herr Dr. Volker Meier-Guckel. Er ist unter anderem stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft und Professor Dr. Joachim Metzner folgt ihm, Vorstand der Hochschulrektorenkonferenz und Mitglied des Lenkungskreises des Hochschulforums Digitalisierung. Ja, liebe Frau Helbig,
sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrter Herr Grano, Herr Metzner, ich darf Sie auch ganz herzlich im Namen des Stifterverbandes begrüßen, im Namen des Hochschulforums Digitalisierung. Diese Veranstaltung ist ja ein Element der Woche, die wir heute beginnen lassen, der Digitalisierungswoche. The Digital Turn haben wir sie getauft. Mutig, finde ich, weil man sich natürlich fragen kann, was ist denn das eigentlich, The Digital Turn? Haben wir das schon? Steht das bevor? Ich weiß es nicht. Manchmal denke ich, wir stehen kurz bevor. Herr Fischer hat ja schon die Entwicklung angedeutet vor denen, und die Herausforderungen, vor denen die Hochschulen stehen. Und dann wieder denke ich, passiert ja eigentlich gar nicht viel an deutschen Hochschulen. Es sind ja eigentlich immer dieselben, die zusammenkommen, um es mal salopp auszudrücken. Und ich denke, auch daran ist ein Körnchen Wahrheit. Wenn Sie bei Google, da gibt es eine wunderschöne Statistikfunktion, da können Sie mal nachschauen, wann bestimmte Begriffe gegoogelt wurden. Und wenn Sie bei einem Wort MOOC reingehen, dann sehen Sie, stellen Sie fest, 2012 hat das überhaupt kein einziger Mensch in Deutschland gegoogelt. Da gab es das Wort überhaupt gar nicht. 2013 plötzlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Millionen, aber jedenfalls finden Sie da unglaublich viele Treffer. Und das hält so ein bisschen an, bis es jetzt wieder erheblich runtergegangen ist. Und eigentlich ist das ein schönes Beispiel für die Konjunktur eines Begriffes und für die Art und Weise, wie der Begriff sozusagen in die Hochschuldebatte eingegriffen hat. In der Tat kann man froh sein, dass wir diese Debatte bekommen haben. Das ist sozusagen das Gute an der MOOC-Debatte. Aber viele haben es auch wieder beiseite gelegt. Viele sagen, naja, das ist so eine Welle, die über uns hereingebrochen ist aus Amerika. Aber wenn man sich mal anschaut, ganz ehrlich, in Amerika funktioniert das ja auch nicht richtig. Die ganzen Geschäftsmodelle oder bestimmte Geschäftsmodelle gibt es ja noch gar nicht. Die bewähren sich mehr oder weniger. Und die Frage ist, sollen wir überhaupt auf diesen Karren springen, der da irgendwo rollt in der Welt? Und dann gibt es wieder Entwicklungen, ganz aktuelle Entwicklungen. 800.000 Menschen kommen zu uns. Ich würde mal vermuten, ein Drittel davon mindestens akademisch qualifiziert. Was machen die Leute? Was können wir denen anbieten? Und Herr Metzner, wir haben uns kurz vorher ausgetauscht, hat gesagt, jede Hochschule denkt im Augenblick darüber nach. Aber wie kann das jede Hochschule eigentlich selber regeln? Mit Kursen, wie kommen wir überhaupt kritische Massen zustande? Wie kommen wir überhaupt dazu, diese Zielgruppe zu erreichen? Und eigentlich wäre MOOC oder eine digitale Plattform, die irgendwie eingebunden wird, eine mögliche Antwort. Aber das setzt was voraus, was wir in Deutschland kaum haben. Kooperation. Ja? Und viele Debatten in Deutschland um dieses MOOC-Thema ranken sich darum, was kostet das eigentlich? Ja, das Stifterverband hat eine Ausschreibung gemacht 2013, wir haben relativ wenig Geld zur Verfügung gestellt, das gebe ich zu. Und es gab 250 Bewerber, die für relativ wenig Geld, ich glaube 30.000 Euro waren es, wie viel? 25 sogar nur. 25.000 Euro bereit waren, einen MOOC zu entwickeln und den auch online zu stellen. 250 Bewerbungen. Davon haben wir dann eine Handvoll ausgesucht, ein gutes Dutzend, und die wurden dann gefördert, die wurden umgesetzt, und wir werden über die Erfahrungen aus der Umsetzung, aus der Entwicklung, aus der Beteiligung der Studierenden heute eine Menge hören und eine Menge Zwischenbilanz ziehen können. Zum einen kann man sagen, wir haben mit so wenig Geld noch nie so viele Studierende erreicht, nämlich 225.000 Teilnehmer in diesen Kursen mit 250.000 Euro. Gleichzeitig, und das muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, und das ist ja ganz zweifellos so, haben natürlich viele gesagt, mit dem Geld können wir es nicht machen. Es muss also wesentlich mehr Geld zur Verfügung stellen, und nur durch die Quersubventionierung über die Grundfinanzierung ging das überhaupt. Und das ist auch wahr. Aber die Frage ist, was braucht man eigentlich? Und da gehen die Kalkulationen durchaus auseinander. Die einen sagen, unter 500.000 kann ich keinen vernünftigen MOOC machen, wenn ich alles einrechne und Betreuungsplattformen damit finanzieren will. Die anderen sagen, es geht auch günstiger. Wir werden ja heute erfahren, was so Mittelwerte sind, die sich möglicherweise da aus den Erfahrungen herausgemändelt haben. Was allerdings sozusagen, das ist sozusagen der positive Effekt. Es wurde viel unternommen an Hochschulen, viel ist experimentiert worden. Danach haben wir einen Digitalisierungsstrategiewettbewerb an den Hochschulen gemeinsam mit der Heinz-Nixdorf-Stiftung ausgeschrieben. Wir haben gesagt, wir wollen mal schauen, wie weit die Prozesse an den Hochschulen für Digitalisierungsstrategien schon umgesetzt wurden. Und wir haben da auch Preisträger gefunden. Aber haben wir Strategien gefunden? Ich würde sagen,
es wurden Elemente präsentiert, die man möglicherweise zu einer Strategie irgendwannerweise zusammenführen könnte, aber wirkliche Strategien, das muss man ganz ehrlicherweise sagen, haben wir eigentlich nicht entdeckt. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber eine Hochschule, die sagt, wir wollen einen bestimmten Anteil mit den und den Instrumenten unseres Studienangebots digitalisieren und bestimmte Zielgruppen ansprechen. Jetzt mal abgesehen von den etablierten Modellen wie FH Lübeck und On Campus, wo das ja relativ gut schon funktioniert, kann man sagen, gibt es eigentlich nicht. Und das ist ja nicht der nächste Schritt, um einen wirklichen Digital Turn zu erreichen, müsste es jetzt diesen nächsten Schritt geben. Das heißt, von den vielen Engagierten, die immer wieder zusammenkommen, die in unserem Hochschulforum Digitalisierung zusammenkommen, die hier wieder zusammenkommen, und von denen gibt es eine Menge. Wir haben über 1000 Anmeldungen für diese Woche gehabt und wir haben irgendwann Schluss machen müssen mit den Anmeldungen. Also es gibt durchaus in der Szene sehr engagierte, sehr erfahrene Einzelspieler, die schon sehr gute Erfahrungen oder unterschiedliche Erfahrungen, aber deren Expertise man nutzen kann, um daraus tatsächlich hochschulweit eine Strategie zu entwickeln. Das setzt natürlich voraus, dass eine Hochschule überhaupt eine Strategie hat. Jetzt mal ganz unabhängig von diesem Thema. Ich glaube, da sind wir auch noch erst in den Anfängen. Aber was auch nochmal die 20 Thesen des Hochschulforums deutlich machen, die wir, glaube ich, morgen veröffentlichen werden. Die Arbeitsgruppen, die wir zusammengeführt haben, haben 20 Thesen zusammengeführt. Sie haben eines deutlich gemacht. Es geht nicht darum, und das ist das häufige Missverständnis, Analoges in Digitales zu übertragen. Ja? Das ist vielfach auch der Fehlschluss, den man hatte. Ja, jetzt gibt es plötzlich unpersonalisierte Bildung und die Menschen kommen nicht mehr zusammen und werden nur noch im Netz miteinander in Verbindung treten. Und schon gibt es eine Abwehrhaltung. Das will man natürlich nicht. Ja? Und das ist sozusagen der negative Effekt dieser MOOCs-Debatte, dass vieles sozusagen sich auf dieses eine Format konzentriert hat und gesagt hat, ist das eigentlich passend für das, was wir in Deutschland unter Hochschulbildung verstehen? Und viele sind zum Ergebnis gekommen, nein, das wollen wir gar nicht. Aber daraus entwickelt sich der nächste dialektische Schritt. Ja, was wollen wir eigentlich? Und eigentlich sollten wir neue Lehrformate, die technologiegestützt sind, die Technologie nutzen, um das Potenzial von Hochschullehre tatsächlich zu nutzen. Und das Potenzial derjenigen, die solche Instrumente mit in die Hochschulen bringen, mit denen sie außerhalb der Hochschule sozusagen in ihren Wissensstrategien, Wissenssuchstrategien und Lernstrategien ja täglich unterwegs sind. Ja. Wenn man das in irgendeiner Weise verknüpft, dann kommt, glaube ich, was Gutes zustande. Und das heißt eben, es geht um Blended Learning Verfahren. Es geht darum, traditionelle Hochschullehre weiterzuentwickeln. Und dann sind wir schon beim nächsten Thema. Wer kümmert sich eigentlich um die Weiterentwicklung von Hochschullehre? Das sind auch äußerst wenige. Das sind so ein paar Leute, die tatsächlich daran interessiert sind, mal die Effekte von Hochschullehre zu evaluieren. Und zwar jenseits der Vorlesungsevaluation. Was bringt eigentlich mehr? Die Arbeit im Labor, die Arbeit in der Übung, die Arbeit in der Vorlesung, die Arbeit in Gruppen, die Arbeit in tutorial begleiteten Gruppen, die Arbeit zwischen Peers. Das wissen wir alles gar nicht, weil das gar nicht erforscht wird. Ja. Andererseits beklagen sich die Bildungswissenschaften, dass sie ständig am Rande der Forschungsagenda sind. Und da hätten sie ein Forschungsfeld, wo sie, glaube ich, mal sich wirklich reinstürzen können. Und viel Geld, glaube ich, denn die Ministerien sind ja mittlerweile bereit, in diesem Bereich auch zu investieren, viel Geld zu investieren, um tatsächlich zu sehen, was bringt es denn tatsächlich für das Lernen? Ja. Gibt es tatsächlich Effekte, die wir messen können? Können wir uns da irgendwie zwischen der Psychologie und der Bildungsforschung und den Sozialwissenschaften und der Hirnforschung Forschungsagenten vorstellen, um das mal zu testen. Denn das wäre, glaube ich, wirklich der entscheidende Punkt. Wenn die Hochschulen merken, es bringt auch für die Forschung einen Effekt, dann haben sie plötzlich einen Antrieb, auch dafür Strategien zu entwickeln. Wenn wir das irgendwie hinkriegen, dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ich glaube, alles ist ja immer dialektisch. Ne? Es gibt einen Hype und dann gibt es nach Hegel die Gegenbewegung und am Ende auf einem neuen Niveau trifft man sich dann wieder und man denkt, was ist eigentlich passiert? Aber irgendwas ist doch passiert in der Geschichte. Und ich glaube, die MOOC-Debatte hat die Dialektik der Diskussion um digitale Bildung vorangetrieben. Davon bin ich überzeugt. Und wenn wir jetzt den nächsten Schritt gehen können, Stichwort, wie kooperieren wir eigentlich? Ganz wichtig. Zwischen den Hochschulen, zwischen Hochschulen und Dienstleistern. Ja, gerade hat sich vor 2 Tagen eine neue Universität in Deutschland gegründet. Ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen. Kieran University, ein Start-up, noch nicht anerkannt, gibt es auch noch gar nicht, will eine Universität für Flüchtlinge sein. Und dazu brauchen sie auf Online-Basis, hier in Berlin gegründet. Sie werden sie morgen, wenn sie auf der Veranstaltung sind, auch kennenlernen, die haben da einen Stand.
die werden natürlich nicht aus den Puschen kommen, wenn sie nicht Kooperationsverträge über die Anerkennung der Lernangebote, die sie da zusammenführen, mit Universitäten hinkriegen. Aber das wäre ja möglicherweise ein Ansatz. Und Sie sehen schon, da kommt eine Dynamik, die auch außerhalb der jetzigen Bildungsinstitutionen sozusagen etwas entwickeln lässt. Und das ist das Interessante, aber das setzt eben Kooperationsbereitschaft voraus. Nochmal, zwischen Universitäten und Institutionen, die es gibt und auch noch gar nicht gibt, aber jedenfalls nicht in der akademischen Welt beheimatet sind. Und, Herr Staatssekretär, Kooperation zwischen Bund und Ländern. Das wissen Sie wahrscheinlich auch mit Ihren eigenen Erfahrungen. Es kann nicht sein, dass wir unsere Grundfinanzierungsstrukturen immer noch föderal aufgesplittet haben mit neuen Formaten, die nicht mehr an föderalen Grenzen, an Landesgrenzen Halt machen. Ja, also in Nordrhein-Westfalen diskutiert die Landesregierung, warum sollen wir eigentlich die Fernhochschule Hagen finanzieren, wenn wir 80% der Studierenden dort aus anderen Bundesländern kommen. Und ich denke, ähnliche Diskussionen werden Sie in Lübeck auch gehabt haben. Das geht nicht mehr. Ja, wenn wir so denken, gibt es keine Entwicklung, weil sie plötzlich eine ganz andere Klientel haben, entweder international oder national, aber auf jeden Fall transföderal. Und damit müssen wir zu neuen Kooperationsformen zwischen Bund und Ländern kommen und die Chancen sind ja da, zumindest formal, dass es da neue Kooperationsformen auch geben kann. Ich denke, das ist ein Feld, was auf jeden Fall unter Betracht genommen werden muss, denn wenn es dort nicht Vereinbarungen auch für die Kofinanzierung solcher Angebote gibt, dann kommen wir, glaube ich, nicht mehr weiter. Und wir sehen das bei den Flüchtlingen, das kann man nicht mehr föderal lösen, das muss man national lösen oder sogar international. Ich glaube, bei der Digitalisierung haben wir dasselbe. Insofern haben wir viele Herausforderungen, viele von denen werden heute hoffentlich noch diskutiert werden. Ich freue mich auf die Debatten, ich freue mich auf die Ergebnisse des MOOC Fellowships Wettbewerbs und ich freue mich auf die Kooperation bei dieser Veranstaltung. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrter Herr Kollege Grano, lieber Herr Mayer-Guckel, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, heute einige Worte zu Ihnen an Sie zu richten über das, was die HAK zum Thema MOOCs in den letzten Monaten gesagt hat und wie sie sich im Augenblick positioniert. Vielleicht wissen Sie, dass die HAK sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal sehr intensiv mit dem Thema MOOCs befasst hat. Für diese Vereinigung zu einem relativ frühen Zeitpunkt, will ich mal sagen. 2014 im Juni wurde eine ausführliche Stellungnahme abgegeben. Ich habe dafür verantwortlich gezeichnet, aber das Entscheidende ist, dass der Senat der Hochschulrektorenkonferenz einstimmig zu dieser Positionierung positiv Stellung bezogen hat. Der Senat besteht aus den 36 Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenzen und das heißt, dass dieses Votum doch von erheblichem Gewicht ist. Diese Stellungnahme, die auch heute noch gilt, gibt den Hochschulleitungen eine umfassende Sachstandsanalyse, die jetzt natürlich schon wieder ergänzt werden muss, weil sich so wahnsinnig viel in den letzten Monaten getan hat. Eine Sachstandsanalyse, die notwendig war, unserer Meinung nach, um von diesen zunächst sehr euphorisierenden, dann wiederum sehr verdammenden Beschreibungen und Wertungen im Medienhype der vergangenen Jahre wegzukommen. Wir haben drei Prognosen formuliert und es ist interessant zu sehen, was aus denen in den letzten Monaten geworden ist. Die erste hieß, MOOCs werden sich noch massiv verändern und dabei zahlreiche neue Varianten entfalten, daher Vorsicht mit vorschnellen Wertungen, vor allen Dingen mit Verurteilungen. Zweitens, MOOCs werden eine Teilmenge sein in einem wachsenden Spektrum digitaler Lehr- und Lernformate. Und drittens, nach dem Abklingen des Hype werden MOOCs in unterschiedlichsten Formen und mit modifizierten Zielsetzungen allmählich zum Normalangebot deutscher Hochschulen gehören, trotz sehr hoher Hürden. Daraus abgeleitet gab es die Empfehlung an die Hochschulen, an alle Hochschulen, sich zum gesamten Thema der Digitalisierung strategisch zu positionieren und dabei den sich abzeichnenden Potenzialen und den noch zu lösenden Problemen beim MOOCs besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Frage, was ist daraus geworden? Aus heutiger Sicht kann sich die HAK im Wesentlichen in ihrer Prognose bestätigt sehen. Es ist weder zu einer durch MOOCs ausgelösten disruptiven Entwicklung im Hochschulsystem gekommen, was ja viele vorausgesagt haben, noch hat sich das Thema erledigt, was viele Hochschulleitungen damals gewünscht haben. Im Gegenteil, alles spricht dafür, dass in diesem Fall die
bekannte Hype-Cycle-Theorie zutrifft, dass wir also, was die MOOCs-Kurve betrifft, nach einem Peak of Inflated Expectations in eine Senke der Desillusion geraten sind. Herr Mayer-Kuckel scheint sich noch ein bisschen darin zu befinden. Ich sehe das etwas anders. Ich denke, nach der Theorie geht es ja nach der Senke aufwärts auf ein Plateau produktiver Anwendungen. Und ich habe den Eindruck, dass wir allmählich ganz langsam uns in diesem Aufwärtstrend befinden. Und ich denke, auch Ihre Veranstaltung zeigt ja ganz deutlich, dass diese Annahme zutrifft. In mancherlei Hinsicht sind die Erwartungen der Hochschullektorenkonferenz in den vergangenen Monaten eindeutig übertroffen worden. Das gilt einmal für die hochschulseitigen Zielsetzungen, die mit einem Interesse an MOOCs verbunden sind. Hier gibt es nicht nur drastische Abweichungen inzwischen zwischen den Zielsetzungen deutscher und europäischer Hochschulen und dem, was im Mutterland der MOOCs sozusagen, also in den USA, intendiert wurde und wird. Es gibt auch eine deutliche Abkehr von manchen ursprünglich mit MOOCs verbundenen Zielen und es gibt neue Ziele. In einer Umfrage vom Frühjahr 2015 gaben die europäischen Hochschulen über ein Dutzend extrem voneinander abweichende Ziele und Erwartungen an, was den Einsatz von MOOCs angeht, den sie anstreben. Entsprechend ist die Ausdifferenzierung der MOOCs-Typen, da sage ich Ihnen ja wahrlich nichts Neues, geradezu explosionsartig erfolgt. Damit haben zumindest die Hochschulen überhaupt nicht gerechnet, obwohl es absehbar war. Vor einem Jahr gab es 6 oder 7 Arten, heute SPOCs, DOCs, BOOCs, PMOOCs, PDMOOCs, MINIMOOCs, EMOOCs, es hört überhaupt nicht mehr auf. Die Entfernung mancher dieser Formate zu den ursprünglichen UrMOOCs sozusagen, zum ursprünglichen Verständnis ist inzwischen so groß, dass MOOC im Grunde zum Kollektivbegriff geworden ist und ich habe den Eindruck, auch wir nutzen ihn inzwischen so. Für Hochschulen folgt daraus, sie können und müssen sich strategisch entscheiden, was sie denn nun eigentlich unter MOOCs verstehen, was sie mit MOOCs erreichen wollen und welche Formate sie für ihre Ziele einsetzen. Man kann nicht einfach für oder gegen MOOCs sein. Nun gibt es in dieser Typenentwicklung allerdings zumindest in Deutschland einen gewissen Trend. Und der wiederum zeigt oder der wiederum hat das Interesse an MOOCs bei vielen Hochschulleitungen und auch wahrscheinlich bei vielen einzelnen Hochschullehrern überhaupt erst geweckt oder auch deutlich verstärkt. Das Interesse gilt der Nutzung der vielfältigen Möglichkeiten, MOOCs interaktiv zu gestalten. MOOCs nicht als ein Transportmittel nur zu sehen, sondern als Kommunikationsformat zu begreifen und oder MOOCs mit traditionellen Lehrformen in Beziehung zu setzen. Herr Mayer-Kuckel hat das ja auch schon angedeutet, zu integrieren, zu verschmelzen. Diese Verschiebung von einem Entweder-Oder noch vor vielleicht 1,5 Jahren zu einem sowohl als auch von digitalen und traditionellen, auch ortsgebundenen Formaten war von entscheidender Bedeutung für eine allmählich wachsende Akzeptanz, zumindest in Deutschland. Dazu kamen die allmählich sichtbar werdenden, durch Learning Analytics gegebenen Möglichkeiten für eine qualitative Weiterentwicklung von Lehr- und Lernprozessen. Dass ausgerechnet MOOCs für eine Personalisierung von Studienangeboten und Lernprozessen geeignet sind, hatte niemand so richtig erwartet. Vielleicht die Fachleute, vielleicht Sie, die normal Verbraucher sozusagen oder Anbieter in den Hochschulen nicht. Auch dass Lehren und Lernen ganz allgemein in ungeahnter Weise von Erkenntnissen bei der MOOCs-Nutzung profitieren kann. Diese Erkenntnis hat sich allmählich durchgesetzt und macht digitale Formate, besonders MOOCs, für Lernforschung und Hochschuldidaktik, aber auch für Lehrende und für Hochschulleitungen allmählich interessant. Fazit: Die Atmosphäre hat sich in den letzten Monaten deutlich geändert, was MOOCs betrifft. Wie Sie wissen, hat man den deutschen Hochschulen bis in die jüngste Zeit viele Vorwürfe gemacht. Sie hätten mit ihrer zunächst eher zögerlichen Herangehensweise an dieses Thema MOOCs wichtige, vielleicht sogar existenzielle Entwicklungen im Hochschulbereich verschlafen oder seien sie viel zu spät angegangen. Ich meine, diese Kritik übersieht, dass viele Veränderungen bei digitaler Lehre und durch digitale Formate überhaupt nicht voraussehbar waren und dass wir durch diese zugegebenermaßen Phasenverschiebung
dass es dadurch möglich war, manche auch kostspielige Fehler anderer zu vermeiden. Mein Eindruck ist, unser Eindruck ist, die deutschen Hochschulen kommen noch nicht zu spät. Dazu kommt ein zweites, und das muss ich jetzt sozusagen pflichtgemäß eben auch sagen. Deutsche Hochschulen haben nun mal die selbstverständliche Pflicht, einerseits sich innovativ zu verhalten, sich immer wieder mit Neuem zu konfrontieren, Neues zu schaffen. Das gilt natürlich auch für Vermittlungsformate und Instrumente, und insofern ist es geradezu unumgänglich, um nicht zu sagen, eine Pflicht, dass deutsche Hochschulen MOOCs auf ihre Potenziale hin betrachten. Aber es gibt besonders bei Institutionen, die an einen gesellschaftlichen Bildungsauftrag gebunden sind, eben auch die Pflicht, Kontinuität zu wahren, wo diese notwendig und hilfreich ist. Das muss geprüft werden. Diese Prüfung hat Zeit gekostet, aber diese Zeit geht zu Ende. Eine nicht genügend differenzierende Kritik an den deutschen Hochschulen übersieht aber auch die Vielzahl der inzwischen durchgeführten Experimente mit MOOCs angeboten, die zu notwendiger Selektion und zu einem wachsenden Angebot an guten in unseren Hochschulen entwickelten oder zumindest unter deren Beteiligung entstandenen Online-Kursen geführt haben. Also die allmähliche Entwicklung auch im Hinblick auf die Nachfolgeaktivitäten zur damaligen Ausschreibung des Stifterverbandes spricht hier eine deutliche Sprache. Ich meine, es dürfte nicht mehr angemessen sein, wie es ja immer wieder in den Medien passiert, hier immer nur von einsamen Leuchttürmen oder von Silobildung zu sprechen. Inzwischen werden auch immer häufiger Fragen an Hochschulleitungen herangetragen, auch an die HAK bis in die jüngsten Tage. Fragen, die auf ein konkreter werdendes Interesse an digitalen Formaten, auch an MOOCs, schließen lassen. Es gibt immer drängendere Fragen nach Anrechnung, Finanzierung, Akkreditierung und so weiter. Fragen aus dem Spektrum der Themen, die im Hochschulforum behandelt werden. Und wir sind ganz froh, dass diese Fragen kommen, weil wir daran merken, dass die Arbeit des Hochschulforums sozusagen in die richtige Richtung geht. Deshalb ist es auf der anderen Seite sehr wichtig, dass dort bald Antworten gegeben werden, denn die Fragen werden drängender. In einem Punkt allerdings, und das muss man sehr deutlich sagen, geradezu zugeben, in einem Punkt haben sich die Erwartungen der Hochschulrektorenkonferenz noch nicht erfüllt. Daran werden die Hochschulen und wird die HAK arbeiten müssen. Herr Meyer-Guckel hat es erwähnt, nur wenige Hochschulen in Deutschland haben bislang eine institutionelle Strategie für die Entwicklung und Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate entwickelt, obwohl wir das schon vor einem Jahr dringend angemahnt haben. Dabei müsste dies angesichts der Fülle möglicher Einsatzziele, Zielgruppen, Formatvarianten und Nutzungsmöglichkeiten von MOOCs der erste Schritt sein, bevor man in die Realisierung eintritt. Das EFI-Gutachten 2015, Sie werden es kennen, spricht hier eine deutliche Sprache. An sehr vielen Hochschulen, ungewöhnlich vielen Hochschulen, wird der MOOC-Thematik grundsätzliche strategische Relevanz beigemessen seitens der Hochschulleitungen, aber fast die Hälfte der Hochschulleitungen gab an, sich in Bezug auf die eigene Positionierung unschlüssig zu sein. Das ist der Ist-Zustand und das muss sich ändern. Nun liegt ein Grund hierfür sicher in den zahlreichen noch klärungsbedürftigen Fragen, die mit der Digitalisierung von Lehre verbunden sind. Eines aber muss klar sein und wird auch von der HAK als Mitbetreiberin des Forums mit Nachdruck gesagt. Darauf zu warten, dass in allen die Digitalisierung und MOOCs betreffenden Fragen zunächst abschließende Klärungen erfolgen sollten, bevor hochschulseitig Festlegungen erfolgen, wäre ein schwerer Fehler, der immer wieder leider begangen wird, ein schwerer Fehler und Folge einer Fehleinschätzung. Denn wir sprechen hier über Gegenstände, auch das muss ich Ihnen nicht sagen, die sich weiterentwickeln und die unscharf und vieldeutig bleiben werden. Was heißt heute massiv, massive im Gegensatz zu den Anfängen? Wie unterschiedlich wird inzwischen Open verstanden? Was kann man da für völlig unterschiedliche Interpretationen lesen? MOOCs, massive, fängt schon bei einzahligen Mengen an sozusagen. Aus solcher Offenheit ergibt sich aber positiv gesehen, und ich meine, man sollte das positiv sehen,
auch die Möglichkeit, dass deutsche Hochschulen das Verständnis von Digitalisierung und das Verständnis von MOOCs mitgestalten, mitdefinieren, dabei richtungsweisend werden. Aber um das zu erreichen, müssen sie zu Entscheidern werden. Nur so können sie die Folgen von Digitalisierung mitgestalten. Zögern wird hier nicht mehr lange helfen. Was erwartet die HRK von ihren Mitgliedshochschulen? Kurz gesagt, einen zügigen Dreischritt. In Sachen MOOCs zu strategischen Entscheidungen zu kommen, setzt voraus, dass eine Hochschule ihre Aufgaben, ihre Interessen, ihre Grenzen und Möglichkeiten realistisch einschätzt und überhaupt auf dieser Basis sich ein klares Profil und ein allgemeines strategisches Hochschulkonzept gibt, formuliert. Nur in das kann man dann eine Digitalisierungsstrategie einfügen. Und aus der wiederum, und das wäre der dritte Schritt, kann eine adäquate, zieladäquate Auswahl digitaler Lehr- und Lernformate abgeleitet werden für jede einzelne Hochschule. Und dadurch stellt sich die Frage, welche Rolle sollen in diesem Spektrum, in diesem Portfolio MOOCs spielen. Es wird tatsächlich Zeit, in diesem Punkt weiterzukommen, meine Damen und Herren, denn die hohe Motivation Einzelner, und ich vermute mal, jetzt spreche ich sozusagen das aus, was manche von Ihnen denken, die hohe Motivation Einzelner, die an und mit MOOCs arbeiten, wird auf die Dauer verloren gehen, wenn sie nicht von den Interessen und erklärten Zielen der Hochschulen und der Hochschulleitungen getragen wird, wenn es da nicht eine Konvergenz der Zielsetzungen und der Interessen gibt. Und erst klare und strategische Positionierungen der einzelnen Hochschulen ermöglichen die Bildung von Netzen und Partnerschaften, ohne die zumindest längerfristig keine durchschlagende Innovation der Lehre durch Digitalisierung möglich sein wird. Jetzt münde ich sozusagen ein in die letzten Sätze von Herrn Meyer-Kuckel. Es geht um zieladäquate Partnerschaften von Hochschulen untereinander. Aber was mindestens genauso wichtig ist, mit Unternehmen, mit Plattformen, mit Organisationen in möglichst enger Abstimmung mit der Politik. Die Hochschul Rektorenkonferenz wird die Entwicklung und Nutzung digitaler Lehr- und Lernformate natürlich weiter positiv begleiten. Dabei geht sie davon aus, dass MOOCs und die ihnen vermutlich nachfolgenden Formate eine wichtige Rolle spielen werden. Wir bereiten zurzeit eine Aussage in der HAK zu den Perspektiven von Open Educational Resources vor, die ja für die Zukunft von MOOCs durchaus von Bedeutung ist. Ich bin sicher, dass die allmählich sichtbar werdenden Ergebnisse der Themengruppen des Hochschulforums, aber natürlich auch die Erkenntnisse, die in Veranstaltungen wie dieser ihrer heutigen gewonnen werden, danach ebenfalls in eine weitere Stellungnahme und in Empfehlungen der HAK Eingang finden werden. Insofern bin ich gespannt auf das, was heute hier an Ergebnissen vorgetragen wird. Ich danke Ihnen.